Hallo und herzlich willkommen zu Backen und Kochen mit Stefan. Heute gibt es bei mir einen Schinken Cheddar Scone. Scone kommt aus dem Englischen und steht dort für Brot oder Teig. Also es ist etwas wie eine Art Kuchen. Und dazu reiche ich eine Senf Sour Cream. Lasst euch mal überraschen. Ich habe das Rezept selber noch nicht gemacht. Probiere es heute zum ersten Mal aus und hoffe, es gelingt. Und es schmeckt vor allem. Wir brauchen jede Menge Zutaten, vor allem für Teig und Füllung. Aber zuerst beginne ich mit der Senf Sour Cream. Dafür benötigen wir saure Sahne oder Schmand, Crème Fraîche, dann scharfen Senf und in meinem Fall habe ich noch Dijon Senf und etwas feingeschnittenen Schnittlauch. Alles zusammen vermengen mit Salz und Pfeffer. Abschmecken und dann einfach im Kühlschrank kalt stellen, bis der Scone serviert werden kann. Ihr seht, ich habe mir etwas Platz geschaffen, um den Teig herzustellen. Dafür brauchen wir klar Mehl, dann Salz, Zucker und Buttermilch, Butter und natürlich Backpulver. Alles zusammen vermischen mit den Knethaken, am besten mit dem Rührgerät oder mit der Küchenmaschine. Wenn das nicht mehr geht, dann hinterher mit den Händen zu einem kompakten Teig kneten. Wenn der Teig fertig durchgeknetet ist, muss er mindestens eine Viertelstunde abgedeckt im Kühlschrank ruhen. Besser ist sogar eine halbe Stunde. Nachdem der Teig im Kühlschrank etwa eine halbe Stunde verbracht hat, können wir die restlichen Zutaten hinzufügen. Dafür die Arbeitsfläche ein bisschen melieren, vielleicht den Teig nochmal kurz durchkneten und dann die restlichen Zutaten. Kochschinken, Lauchzwiebeln, also Frühlingszwiebeln und feingeschnittenen Cheddar-Käse, also alles sollte kleingeschnitten und feingeschnitten sein, dazugeben und einfach unter den Teig kneten. Lasst euch ein wenig von dem Cheddar-Käse übrig, den können wir hinterher über den fertigen Kuchen streuen, damit er beim Backen mit überbackt. Nun formen wir den Teig in etwa 25 bis 30 cm große runde Kugel, also in Kuchenform, und schneiden ihn dann in 8 Stücke, also portionieren das Teil schon mal vor und diese einzelnen Stücke fügen wir hinterher wieder auf ein Backblech, was mit Backpapier ausgelegt wurde, zusammen, so dass wir wieder einen kompletten Kuchen erhalten. Jetzt bestreichen wir den Kuchen noch mit etwas Buttermilch und danach streuen wir noch den restlichen Cheddar-Käse dazu, darüber, und dann kann der Scone schon gebacken werden, und zwar bei 150-160 Grad Umluft, ca. 35 bis 40 Minuten. So, mein Scone war jetzt 40 Minuten im Backofen, ist schön goldgelb überbacken. Mal anschneiden und einfach mal testen. Wenn ich ihn mir ganz genau anschaue, der hätte noch 5 Minuten gekonnt
oder die Temperatur einfach um 10 Grad erhöhen. Probiert es mal aus, wie es bei euch funktioniert. Ja, zum Schluss noch die Senf-Sour Cream da drüber geben. 1,5 Esslöffel voll und noch mit etwas Schnittlauch garnieren. Und dann kann er schon serviert werden. Dann ist er fertig. So schlecht sieht es ja nicht aus. Lasst es euch schmecken. Die genaue Zutatenliste bekommt ihr wie immer in meiner Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr es unter Dateien runterladen. Die Adresse blende ich euch am Ende vom Video ein, wird aber auch unten in der Infobox verlinkt. Ja, ich freue mich über jeden Kommentar hier bei YouTube, antworte auf jeden, keine Frage. Freue mich auch über jedes Abo, danke dafür. Und dann sage ich einfach mal, macht's mal nach, bis zum nächsten Mal, tschüssi.